Hallo AFOBS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und ich kann euch sagen, drüben im Lager ist die Hölle los. Im Laufe der letzten Tage ist jede Menge an neuen Bluebrick Specials bei uns angekommen. Letzte Woche schon einiges, das habt ihr bestimmt schon mitbekommen, und jetzt noch mehr. Deswegen kann ich euch jetzt kein ausführliches Produktvideo von diesen beiden tollen Neuheiten zeigen, sondern ich zeige euch mal alles, kurz nacheinander, was jetzt so neu gekommen ist. Ausführliche Produktvideos werden folgen. Aber nach dem Motto, wir haben ja keine Zeit, legen wir mal los. Ja, die Feuerwehrstation ist da und die Fahrzeughalle auch. Zwei riesengroße Sets und beides sind sie jetzt da. Die Feuerwehrhalle hat gerade mal so 100 Teile mehr, die Fahrzeughalle hat gerade mal 100 Teile mehr als das Gebäude selbst, als die Station mit ihrem Schlauchturm, aber das hier sind 3,7 Kilo Noppensteine und das hier, ich glaube, 2100 irgendwas Gramm. Also die Teile hier sind deutlich größer. Hier passiert einfach noch mehr pro Teil. Ich meine, schaut euch diesen Klotz an. Steht auf 4 Baseplates, also 51 x 51 cm. Das ist ein Oschi. Passen 6 Fahrzeuge rein. Ihr wisst ja, alle deutschen Feuerwehrfahrzeuge sollten reinpassen. Mit Ausnahme des Flugfeldlöschfahrzeugs. Das ist schon über 8 Noppen breit. Und der Einsatzleitwagen, da hängt es nur an 4 Noppen an der Seite, weil da so Wedges senkrecht stehen. Und an dem Türgriff. Ansonsten würde der auch reinpassen. Ein Riesenset, verdammt schwer. 1963 Teile für 129,95, knapp 130 Euro. Das ist die Fahrzeughalle. Das sind Brocken. Und hier haben wir die Feuerwache selbst mit ihrem Schlauchturm. Es sind 2 Leitern dabei. Es ist ja eigentlich kein Schlauchturm, es ist eher ein Übungsturm, wo man halt so den Einsatz an Fenstern, das Löschen üben kann. Steht ja oft auf dem Gelände großer Feuerwachen. Und unsere Station. Innen drin schön eingerichtet. Oben gibt's Duschen, es gibt Betten, es gibt unten Besprechungsraum. Das zeige ich euch alles noch ausführlich. Und auch Feuerwehrleute haben mal eine Pause verdient. Ich bin sicher, das ist alkoholfrei, was da drin steht. Und einen ordentlichen Gasgrill haben sie auch. Prima. Oh, ich glaube, das könnte sein, dass das hier. Ja. Ich glaube, das. Das gehört hier oben drauf. Sirenen gibt es natürlich auch. Ihr kennt es ja, damit alle Umstehenden mitbekommen, dass hier ein Alarm losgegangen ist. Diese Sets wären ja schon an sich eine Meldung wert, ein Video wert. Es ist aber noch mehr gekommen. Letzte Woche beispielsweise gleich 2 große Fahrzeuge. Den roten Kompaktwagen habe ich euch bereits gezeigt. Aber er hier, der ist jetzt auch da. Und wisst ihr, was ich am Wochenende gemacht habe? Ich habe meinen privaten aufgebaut und es hat richtig Fetz gemacht. Tolles Set, stabil. Und ich hatte jede Menge Fun. Ich meine, klar, ne? Ordentlicher Motorblock. Hier hinten ist Werkzeug drin. Also auch den zeige ich euch noch bei Gelegenheit genauer. Unser Stuntman-Truck ist jetzt auf jeden Fall aber auch verfügbar. Bei dem Stuntman-Truck haben wir 1130 Teile und das Set kostet ungefähr 48 Euro. Da kann man echt nicht meckern. Und das mit der Federung hier, wie eine 1, hat Adrian toll hingekriegt. Hier werden alleine 50 von diesen 1x3 Doppel-Jumper-Plates verbaut hier hinten, weil das hier alles um so eine Noppe versetzt ist, um so eine halbe Noppe versetzt ist. Hier diesen Spalt hier, geil konstruiert, ich sag's euch. Ich hatte viel Spaß mit dem Modell und einige haben drauf gewartet. Jetzt ist er endlich da. Ach ja, Feuerwache. Es gibt zur Feuerwache auch 2 Stickerbögen. Davon konnten wir noch nicht allzu viel produzieren, es kommen aber nach. Der Drucker läuft momentan heiß bei uns. Wir haben einen Stickerbogen für die Fahrzeughalle. Ich glaube, diese großen hier kommen, schaut mal, was da auf dem Dach steht. Ich glaube, die Sticker kommen hier vorne drauf und hinten in die Halle kommen auch ein paar Sticker rein.
Und der andere Stickerbogen ist für die Feuerwache selbst. Außen dran, innen rein, bis hin zu Computermonitoren. Das ist die Feuerwehr Brixbach. Also falls ihr das Brixbach mit aufkleben wollt, ist das die Feuerwehr Brixbach. Zwei Stickerbögen sind beide verlinkt mit der Feuerwache und dem und der Fahrzeughalle der Feuerstation. Dann haben wir euch ja vor längerer Zeit bereits unser kleinformatiges Space-Thema vorgestellt. Da hat sich Klaus ja besonders drauf gefreut. Ein eigenes Weltraumthema mit Muldenkippern, mit verschiedenen Fahrzeugen, mit einer Landeplattform, die noch kommt, mit Raumschiffen, mit einer großen Basis. Haben wir euch alles schon gezeigt. Die ersten Sets davon sind jetzt hier. Und jetzt hat das Thema auch einen eigenen Namen. Wir haben das Main Base Mars genannt, also Hauptquartier auf dem Mars. Und wie ihr wisst, schreibt man Main im Englischen ja M-A-I-N. Und Flörsheim liegt am Main. Naja, kleiner Wortwitz möge uns gestattet sein dabei. Also wir haben hier einen Kipper. Wir haben hier diesen riesigen Bagger und wir haben hier ein Kommunikationsmodul. Ihr seht, das ist nicht die Minifiguren-Maßstab. Minifiguren, also die Astronauten wären hier ganz, ganz klein. Deswegen kann man hier auch eine große Szenerie, ein großes Diorama bauen mit einer riesigen Mine oder so, ohne dass man dafür 15 Quadratmeter braucht. Die drei Sets sind einmal der Muldenkipper Digger, 168 Teile, knapp 10 Euro. Dann haben wir den Kipplaster Schildkröte. Das ist er hier. 266 Teile, 16,95 und das Kommunikationsmodul. Das sind 292 Teile, alles in Light Bluish Gray für 12,95, knapp 13 Euro. Schick. So, und bevor ich hier umbaue, denn der Rest, wir haben auch neues Zeug zur Eisenbahn, das muss ich hier erstmal auf den Tisch bringen. Will ich euch auch verraten, dass ein neues Elementeset da ist. Und zwar ein Elementeset mit Slopes, also mit Dachsteinen. Aber nicht mit Dachsteinen, die man sie jetzt meistens für Dächer verwendet, sondern dieses Set hier ist speziell dazu entwickelt worden, unsere Felsensets zu verkleiden. Das sind lauter Steine, wie ich sie persönlich auch nehme, wenn ich so Felsen baue. Ihr erinnert euch an mein kleines Moch damals, um die Lücken zwischen den Felsen zu füllen mit Schrägsteinen, mit Dachsteinen, mit verschiedenen Winkeln. Dafür sind diese Teile da. Das Set ist jetzt in Dark Bluish Gray erschienen, wie unser Felsenset, das momentan auch erhältlich ist. Aber ja, ich habe euch ja erzählt, die Felsen werden bald in insgesamt 5 Farben zu haben sein, auch mit diesen tollen schrägen Felsen, mit dieser Kurve, mit dieser Kante, mit dem Cornerstone. Und auch dieses Set ist bereits jetzt in insgesamt 5 Farben angelegt, wird also auch in den anderen Felsentönen noch kommen. Es sind 200 Teile, ich glaube auch für 12,95. Jawohl, einfach ein Sammelsurium unterschiedlicher Felsen, Schrägsteine, unterschiedlicher Slopes zum Verkleiden von Felsen. Auch andere Elementesets sind wieder da. Ich glaube, 3 verschiedene von den 200 1x-Steinen sind jetzt da. Und zwar in großer Stückzahl. Die sollten jetzt, toi, 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 eine ganze Weile halten. Ah ja, und die Meteor ist wieder da. Das wird euch wahrscheinlich nicht groß interessieren. Dieses kleine weiße Raumschiff von uns, so mit so Flügeln, die ist auch wieder da. Ja, ist jetzt nicht unbedingt die Top-Meldung. Vielleicht interessiert es aber ein paar von euch. Die Meteor ist wieder eingetroffen. Jawohl. So, jetzt baue ich hier mal um, denn ich muss einen Lokschuppen auf den Tisch stellen. Bis gleich. So, puh, Umbaupause beendet. Ich habe hier einen kleinen Lokschuppen inklusive Mittelstück. Sind das über 7000 Teile. Der Lokschuppen an sich, 5631 Teile, glaube ich. Das Erweiterungsmodul, dann nochmal 1489. Ich ziehe das mal auseinander, damit ich euch das Innenleben auch kurz zeigen kann. Ja, er ist groß.
Wie machen wir das? Ich ziehe ihn hier zur Seite. Klobig. Also das Mittelstück, ein Gleis, Abstand zwischen den Gleisen jeweils 8 Noppen, sodass die Gleise vorne mit Weichen miteinander verbunden werden können. Also ist der Standardabstand zwischen den Gleisen. Wir haben hier natürlich eine Tür, durch die Züge durchfahren können. Und hier passen auch die längsten Loks herein. Wir haben hier insgesamt 5 Gleise drin. Jedes Gleis dürfte eine Länge von 16 haben. Das heißt, wir haben hier 80 Noppen Länge plus ein bisschen überstehendes Dach. Es ist riesig. Das ist jetzt die eine Hälfte des eigentlichen Lokschuppens. Was haben wir hier drin? Ein Gleis und Innenwände. Es sieht relativ unspektakulär aus, weil die ganze Deko momentan an diesem Set hier steht. Schaut euch das mal an. Da drin wird gewerkelt, da drin steht eine Kiste mit Getränken. Okay, die braucht man offenbar zum Arbeiten auch. Da stehen Paletten drin und auch hier außen dran, das habt ihr ja schon gesehen, ein Drehgestell, jede Menge Werkzeug, Regale, das ist schick. Ein riesiger Lokschuppen plus Mittelstück. Der Lokschuppen kostet, ich glaube, knapp 200 Euro für die 5.500 Teile. Das sind knapp 4,8 Kilo Noppensteine. Jo. Und ein weiteres dieser Mittelstücke mit einem weiteren Gleis kostet knapp 60 Euro. Das heißt, man hat mit dem Lokschuppen an sich 2 Gleise, kann das aber auf 3, 4, 5, 6, 7 erweitern. Das hängt nur daran, wie groß eure Anlage ist. Und so ein Mittelstück macht sich auch als Diorama für eine besonders tolle Lok unglaublich gut. So stand das bei uns schon eine Zeit lang im Lagerverkauf in unserer Ausstellungsfläche. Der Lokschuppen war aber nicht alles rund ums Thema Eisenbahn. Wir haben hier auch einen intermodalen Flachwagen mit Sattelauflieger. Genau, also wir haben hier einen LKW-Auflieger dran. Und der kann dann heruntergehoben und an einen LKW gehängt werden. Ein schöner Flachwagen. Ich habe jetzt noch nicht getestet, ob der an einer Weiche direkt nach einer Kurve in Richtung innen wegen seines Formats hängen bleiben könnte. Das kommt dann im ausführlichen Video. Ein schicker Flachwagen auf jeden Fall für 19,95. 335 Teile sind das. Dann haben wir einen Schwenkdachwagen. Sieht erstmal aus wie ein normaler geschlossener Güterwagen, aber das Dach kann so aufschwenken. Seht ihr? Kann dann von oben beladen werden. Ich bin mir sicher, dass es sowas gibt, sonst hätten wir es nicht gebaut. Ich kenne es jetzt selbst nicht. Ich bin aber auch kein Eisenbahnspezialist, auch wenn ich manchmal so tue. Ich bereite mich auf die Produktvideos nur vor. Und auf diesen coolen Schwenkdachwagen bin ich noch nicht vorbereitet. Wir haben hier an der Seite Liftarms, die das Ganze, dieses Schwenken dann ermöglichen. Jetzt ist mir mein Spickzettel runtergefallen. Das darf er nicht. Der Schwenkdachwagen hat 307 Teile und kostet 18,95 bei uns, knapp 19 Euro. Und jetzt haben wir eine Lok, eine Union Pacific EMD E8. Eine richtig fette Lok und es sieht mir nach einer Diesellok aus, weil ich keinen Stromabnehmer nach oben sehe. Die sieht aus, als hätte sie ordentlich Zug, jeweils drei Achsen vorne, 3 Achsen hinten. Schick, schickes Gelb. Und diese Union Pacific Lok hat 641 Teile. Knapp 33 Euro kostet sie bei uns. Passt natürlich besonders gut zu unseren amerikanischen Güterwagen, von denen wir auch schon einige haben. Dann kehren wir zurück nach Deutschland.
Das ist eine Lokomotive der Baureihe 232 in, ich glaube, Signalrot heißt das bei der Bahn. Auch hier Dreierdrehgestelle. So konstruiert, dass es kurventauglich ist. Ich finde die Verzierung hier oben auch sehr schön gelungen. Und die werde ich noch genauer vorstellen. Dafür werde ich sie dann auch mal motorisieren. Denn das interessiert euch ja auch, wie die aussieht, wenn sie über die Schienen fährt. Die Baureihe 232 hat 813 Teile und kostet knapp 37 Euro. Ja, und noch etwas ist letzte Woche erschienen. Der ein oder andere wird es schon mitbekommen haben. Der TEE VT 11.5. Das sind insgesamt drei Sets. Set Nummer 1 ist dieses. Jawohl, es sind beide. Dieses Set für knapp 70 Euro besteht aus beiden Triebwagen. Das ist also ein Triebzug. Vorne und hinten sind zusammen auch 1648 Teile. Also das ist eine ganz schöne Menge. Die wiegen auch richtig was. Also die sind schön massiv stabil gebaut. Lange Drehgestelle. Unten schön verkleidet, überall schön gerundet. Hier diese Form und diese Linie mit diesen runden Augen hier, diesen runden Scheiben. Sieht sehr schick aus. Hier vorne haben sie keine Magnetkupplung, denn man will ja an den Zug vorne auch nichts dranhängen. Hier wird natürlich gekuppelt, ist klar. Das heißt, ein Set für diese beiden hier. Die sind letzte Woche gekommen, allerdings nur ungefähr die Hälfte der Lieferung. Es wird langsam knapp, aber die nächste Lieferung ist auf dem Weg, wird bald eintreffen. Sollte der jetzt also tatsächlich vergriffen sein, ist er das nur sehr kurzfristig. Er kommt wieder. Versprochen. Davon ist die Hälfte quasi noch gar nicht hier. Die Hälfte der ersten Charge. Dann haben wir dazu einen Personenwagen, der sich natürlich wunderbar dazwischen macht. Das sind 590 Teile für knapp 28 Euro. Und auch von diesem Personenwagen ist erst die Hälfte überhaupt hier. Ich glaube, der ist momentan bereits vergriffen, aber wie gesagt, er kommt wieder und zwar sehr bald. Müsst euch also keine Sorgen machen, dass ihr jetzt irgendwie ein halbes Jahr auf den nächsten Personenwagen warten müsst oder so. Nein, der kommt bald. Sehr schön hier mit den Zwischentüren, finde ich. Und schöner, langer Wagen passt perfekt zwischen die beiden Triebzüge. Und den Speisewagen hier haben wir noch. Sieht man innen drin schön Tische, jeweils mit zwei Stühlen dran. Sieht ansonsten dem Personenwagen relativ ähnlich. Bis er nachproduziert wird, dauert es, glaube ich, etwas länger. Er ist aber Stand heute noch auf Lager. Ja, und die alle zusammen ergeben dann halt einen sehr, sehr langen Zug. Ich will gerade mal kurz gucken, nur wie lang da so einer ist. Wir haben hier knapp über 40 jeweils. Das heißt, wir haben auf jeden Fall so 1,6, 1,7 Meter, wenn man nur einen Personenwagen, einen Speisewagen und die beiden Triebzüge aneinander hängt. Sieht cool aus. Was ich euch nicht garantieren kann, ist, dass das mit einem einzigen Eisenbahnmotor fährt, denn diese Loks, die sind ziemlich massiv, da sind viele Teile verbaut, die haben ein gewisses Eigengewicht. Das muss man ausprobieren. Man kann aber auch, wenn man dieses Powered-Up-System von Lego beispielsweise verwendet, an einen Batteriekasten zwei Motoren hängen. Muss ihr dann nur getrennt voneinander quasi gleichzeitig steuern. Und mit zwei Motoren klappt es bestimmt. Ja, für heute war es das damit auch schon aus dem Noppenstein-Studio. Wie ihr seht, jede Menge Neuheiten und so geht das jetzt weiter. Chinese New Year und der Corona-bedingten Verzögerungen in der Auslieferung aus China sind soweit überstanden. Und jetzt in den nächsten Wochen trudelt immer wieder Neues bei uns ein. Behaltet die Webseite im Auge, abonniert den Newsletter, da wird auch immer, wenn auch immer Sets angekündigt, die bald erscheinen,
dann seid ihr gut informiert und benutzt diesen Infobutton. Denn wenn ihr den Infobutton benutzt habt, ist das hier für euch nichts Neues mehr. Dann habt ihr ja schon Mails bekommen. Der Lokschuppen ist da, Mittelstück ist da, die Feuerwache, die Fahrzeughalle, die Lokomotiven und. Dann werdet ihr über all das informiert. Ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Und beim nächsten Mal gibt es noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen. So, jetzt muss ich euch doch nochmal zusammenstecken, ja, ich viel hier. Jetzt haben wir